Moin, moin, Kapitän, Kapitän, es geht weiter. Heute weiter ein bisschen weiter Lyon spielen und ja, ich habe mal ein bisschen mal was in mein Modpack was dazugefügt. Hier sind die, sag mal, kann man hier ein bisschen was reinfügen? Wie viel Tarnung noch hat ein Flagg? So kann man sagen, kleine Übersichtsfenster. Wenn man gerade ein neues Schiff hat, wenn das angeklickt hat, kann man das alles schon nur sehen. Ah, ich habe gerade die Bringungsvorgüter gar nichts eingebaut. Oh, das ist so ein kleiner Hinweis. Aber das ist ein bisschen etwas schlecht störend. Deswegen. Wir sagen, heute fahren wir ein bisschen weiter in Lyon. Und ich sehe, ich habe noch ein paar Tarnungen noch und dann muss ich die Tarnung bald wechseln. Indirekt optisch, sag mal, Werte sind nicht schlecht, aber ich mag die Tarnung. Sag mal, optische Verschönerung, Tarnung mag ich überhaupt. Es gibt schönere Tarnung. Deswegen. Naja, ich würde sagen, let's do that. Es ist relativ nur, sag mal, fast schon relativ spät, sag mal, mittags ist vorbei. Vier Lamps stehen Lamps wieder auf. Deswegen. Also, wenn es, ich habe auch schon gehabt, teilweise, wenn Zufallsgefechte so nicht gefallen, habe ich mal Weltraumschlachten ein bisschen darauf abzulassen. Aber ab und zu mal doch mal, Dings machen, weiter Zufallsgefechte kämpfen, um das Schiff weiter zu pushen. Ja. Muss mal sein. So. Tier-8 Gefecht. Warum Tier-8 Gefecht? Was soll das denn? Naja, also nochmal Standardgefecht. Es sind besetzt nur 2 8er Schiffe. Belfast. So ein Schiff sieht man auch nicht sehr oft. So, ich fahre mal nach rechts. Ah, ich sag mal, ich freue mich schon auf die richtige schon langsam. Deswegen. Kratz, kratz, kratz. So. Das habe ich als Gegner. Biskavisa. Ach, stimmt, das habe ich ja noch. Ha! Ich habe mir allerdings, es ist schon etwas länger her, so ein paar Tage her, ich glaube 2 Tage her, habe ich 10% Rabatt. Gutschein bekommen für World of Warship. Das erste Mal, was ich das bekommen habe. Rabattcode. Und dafür habe ich was sehr Schönes gekauft. Mache ich aber erst die nächste Runde, ist fertig. Ihr könnt auf neuen Prima und Schiff freuen, was mir geholt hat. Bis jetzt, ich habe nur die Klasse noch nie richtig gespielt habe, aber ich werde bestimmt relativ damit ablosen. So, das ist ein Charmehorst. So, Biskavisa, Fubuki, via Mars, Eckle. Aha. Die Eckle ist ja kein tolles Schiff. Besonders mit Titan werden. Das Ding sollte mal wie so ein Rüstding spielen. What the fuck, Eckle, Wurm? Okay, ich weiß nicht, was der auf der Karte macht. So, bis jetzt ist die Schamhaus nur bis jetzt eins ist so gespottet. Das ist ein gutes Hof. Oh, wo?
So, mal die Cleveland versuchen mal rauszunehmen. Und dreht ihn dann weg. Herr Trapsen sieht erwischt. Schön. Der macht es ja gleich richtig. Er zeigt nur die schöne blöde Nase. Eigentlich nur mit schon mit Eisbären und hat er auch keinen Bock mehr. Bäh, oh mein Gott. Oh, das ist ein Biskewieser. Okay, das ist für mich ein bisschen gerade so viel, gerade mit Schiffen hier gerade. Jupp. Warum schießt er denn high? Hätte mir einfach mit AP und Kloppen ein bisschen halbwegs mehr Schaden gemacht. Jupp, no Screener, alles klar. Ja, dreht sich jetzt weg. Oh. Abgeprallt bei den blöden Spitze an der Nase. Ja, nee, ist klar. Warum spielen die denn passiv? Können auch übelst rushen hier. Warum spielen uns Jungs so passiv? Alter, ist das ein Gleis und noch eine. Nochmal die! Alter, die können eigentlich da übelst durchpushen da oben! Warum pushen die da oben nicht? Das verstehe ich nicht. Die können übelst so jetzt da wegpushen. Alles klar. Ich war noch nicht mal offen und ich wurde schon beschossen. Interessant. Der hat doch in so einen blöden Nebel. Wie könnt ihr den denn noch spotten? Ach Leute, pusht. Ich hab deine Tierpilz. Was macht aus der Tippels da in der Ecke da? What the fuck? Das ist Stufe 8, die da rumtümpeln, können sie locker rushen mit den Schiffen, was sie haben. Wir haben die 8er hier vor unserer Nase. Wir können rum da eigentlich auch extrem pushen. Da muss ich mit Heil schießen. Er zeigt nur die blöde Nase. Oh, nicht mehr getroffen. Die haben Angst für nur eine Fubuki oder was? Wollt ihr mich verarschen oder was? Aus meiner Schussreichweite. Auch Gleise nur vorne, nicht Breitseite. Ja, ich bin ja übelst passiv. Leute, die gibt noch die Tipps zur Rückendeckung noch. Lol, Schiff nicht mehr getroffen. Autsch, der Brett ab drei Stellen.
Ach Leute, gebt noch mal die. Was macht ihr da oben? Ihr müsst die Tierpe zurück in Deckung geben. Ich hätte auf Biskuitwisser schießen sollen. Und die Tierpitz tot. Oh. Leute. Ey, das ist schon ein bisschen etwas traurig von euch. Ach, der Brech vor und die anderen bleiben alle hinten. Ist doch kein Wunder, die Schlachtschiffe nicht mehr vorfahren. Ja, oh, 5 Treffer und jetzt habe ich ihn abgefackelt. Ist doch kein Wunder, die Schlachtschiffe nicht mehr haben keinen Bock mehr fortzufahren. Autsch, das bin endlich mit dem. Nee, doch nicht. Okay, der bleibt einmal hinter der Insel, alles klar. Lol, ein Schienenobjekt und ich mache nur Abpraller. Oh, Biskuit ist ja tot, schön. Ich verstehe es nicht. Was machen die denn alle da hinten? Die hätten die mit den Tippets waschen können. Ich begreif's nicht. Wir hatten einen Monarch? Warum hat die Monarch die Tippets nicht mitgeholfen? Leute, wir haben die ganzen Achterschiffe hier bei uns und die pushen noch nicht mal. Mann, das verstehe ich nicht. Warum waschen die nicht, wenn sie schon eigentlich einen Vorteil haben? Die Leute nutzen das Teil noch nicht aus und das finde ich echt lamp und traurig. Das begreife ich nicht. Die spielen hier schon bei uns sehr passiv schon. So, das ist der Kutuzov. Der Kutuzov hat nicht mehr viel. Ah, fällt schon wieder vorwärts. Ja, Master ist fast schon tot. Scheiße. Komm. Wings du Kutuzov weg. Ja, 2 Overpants. Lol. Elfas, Vorsicht. Zieh doch auf die Roma, die ist am nächsten. Ja, also muss Hai rüber. Okay. 6 Abprallungen, nur ein paar Kuh haben noch Schaden gemacht. Okay. Oh shit, jetzt habe ich HE drin. Yep.
Wenn man es nicht in eine Insel. Oh, mal hier drücken mal. So, nochmal abgefackelt, schön. Dann wieder mit AP. Eieiei. Die Römer ist da fast tot. Boah. Da ist ein Gleis und die ist noch voll. LOL. Alter Mars. Hinter mir. Amazona! Oh Gottchen! Shit! Da hätte ich jetzt gleich seinen blöden Topf gleich ein. Schön, gut. Aua, aua, aua. Ha! LOL! Zack, rausgenommen. So, weiter nies Esel pushen. Eieieiei. Tritt zu weit rein, scheiße. Aber noch 10.000 reingedrückt, ne? Das ist noch gut. Wegdrehen. Ich habe erstmal keinen Bock auf Nahkampf mit die Gleise noch. Ich will irgendwie meine Breitseite zeigen. Was? Wow, 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 wow. Oh, du hast wieder aufgehört. Vorne gezielt. Ach, das ist ja ein blöder Russe. Au. Ah, nee, nee, nee. Durch die Kette. Ah! Nee, ging. Weil die Schaum aus und die Gleise haben blöden Torpedos und wollte ich mir nicht ungern einen Nahkampf provozieren. Ah! Alter Schwede! Die 8 gefällt mich. Zweiter! Belfast hat auch verdammt gut gespielt. Brandschiff hat er gemacht und Vernichter. Wow! Ich glaube, ich denke mal, ohne den hätten wir auch, glaube auch nicht die Runde noch nicht gewonnen. Deswegen. Ja, Spiel. Weil ich denke mal, ohne ihn hätten die uns so längst schon, glaube ich, schon weggerusht. Und die Mars hat auch relativ gut gespielt.
schon sagen. Boah, ich habe 2 Millionen Schaden weggemacht, mir für ein Team geblockt. Alter. Es ist eigentlich ein bisschen schade, die Tierpitz leider so viel gestorben ist. Hätten sie viel eher gerusht, hätten wir, glaube ich, die Runde glaube ich, noch schneller abgeschlossen. Hui. Eieieiei. Puh. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel EP ich hatte. EP. Oh, 6000. Ja, ein bisschen fehlt mir zu meinen 8, aber ist es schon langsam in eine gute Richtung schon. Naja. Ich würde sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend noch. Lasst einen Kommentar und ja, mal gucken, was ich da. Ah ja, ich wollte jetzt nur ein neues Schiffchen spielen, was ich wollte. Ich habe mir ein neues Schiffchen geholt. Naja. Tschüss.